Hallöchen Leute, herzlich willkommen bei Steel Pichura Special zu einem Gedenkvideo an das alte YouTube-Design, das morgen am 5.6.2013 auf das neue One-Channel-Design aktualisiert wird. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Ich bin bei Eriks Kanal angemeldet, der hat es mir erlaubt, hier mich herumzutreiben, da ich ja schon auf Steel Pichura X und meinen ganzen anderen Kanälen schon das neue Design habe. Jo, hier mit dem Hintergrund. Ja, Skylander Giants ist halt eins seiner Lieblingsspiele. Aber dazu möchte ich gar nichts sagen. Ich möchte eher was dazu sagen, dass halt vielleicht nochmal die Historie zusammenfassen. Und zwar gibt es in der Beschreibung dieses Videos einen Link zu einem Video von Neosan LPM, wo das Kanaldesign vor diesem Kanaldesign verabschiedet worden ist. Das gab nämlich schon zuvor eins für diejenigen, die auf YouTube neu sind, beziehungsweise ich war zwar damals auch nicht angemeldet, als noch das alte Design möglich war. Es wurde ja umgestellt am 7.3.2012, auch als Beta bekannt unter Cosmic Panda, wurde ja im Juli 2011 eingeführt und wurde dann im Oktober 2011 in der finalen Version vorgestellt und wurde dann im März 2012 für alle Kanäle Pflicht. So. Kaum 1,5 Jahre sind vergangen und dieses Design wird schon wieder abgeschafft. Mal ein paar Wörter zu diesem Design hier. Also ich finde es eigentlich schlussendlich doch nicht so die Katastrophe wie das letzte Design. Ich finde es halt dumm, dass der Hintergrund nicht transparent ist und durch diesen Block hier abgeschnitten wird. Da könnte man gut was irgendwie sowas einfügen. Hat irgendwie solche Bildchen natürlich hier. Die Partnerbox, die wird es auch nicht mehr so in dieser Form geben. Playlists, positive Bewertungen, Feed, Kommentare sind getrennt. Beim neuen Design werden sie so reingestaut und man kann ganz leicht einfach bei den Kanaleinstellungen hier den Titel verändern. Ihr könnt es nochmal sehen. Und ja Leute, ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man es offensichtlich doch ändern kann beim neuen One-Channel-Design. Es hat halt nur seine Zeit gebraucht. Oh, da hatte ich sogar gerade schon, ich habe schon mal gewechselt. Gut, jetzt werden natürlich ziemlich viele Sachen hier verschwinden. Zum Beispiel, das hier wird nicht mehr hier stehen, sondern dafür wird ein eigener Block gemacht für diese Information, für diese wenige Information. Also gut, bei mir lohnt sich's ja. Verdammt, jetzt habe ich ja schon umgewechselt. Ja, hier lohnt sich es. Hier lohnt sich es ja. Also das wird hier bei über uns angezeigt. Dieser ganze Text, der halt hier steht, wird hier, ab sofort hier angezeigt. Dann natürlich, was ich ein bisschen dumm finde, man konnte bei diesem Design Abos und Videoaufrufe auf einen Blick sehen. Hier kann man es nur sehen, wenn man unter diesem Kanal angemeldet ist. Also wäre ich jetzt zum Beispiel unter meinem Kanal angemeldet, würde ich hier sehen, wie viele Abonnenten ich habe, wie viele Aufrufe ich habe. Das ist bei Nicht-Usern hier platziert. Und auch der Beitritt. Das Land, das wird ja schon längst nicht mehr angezeigt. Diskussion, das sind jetzt die neuen Kommentare. Wie hieß es denn damals? Ja, Kommentare, das heißt, das ist jetzt Diskussion. Videos bleiben Videos, nur dass halt Videos, und dass halt Uploads von Playlists und positive Bewertungen nicht mehr getrennt sind. Ja, schon ein bisschen strange. Und ich muss, glaube ich, gar nicht wechseln. Erik soll von mir aus ruhig sein, Design noch behalten. Aber zuvor zeige ich euch natürlich noch, ich würde schon wechseln, wie ihr zum neuen Design schon mal wechseln könnt, auch wenn es noch nicht Pflicht ist. Hier, ihr müsst zum neuen Design wechseln, drücken. So, jetzt seid ihr hier. Und ihr seht da oben auch eure wichtigen Informationen. Ja, jetzt wird natürlich der Avatar, der bleibt hier stehen. Jetzt wird natürlich der Hintergrund von so einem Kanalbanner abgelöst. Man kann übrigens einen Kanaltrailer hinzufügen. Das kann irgendein Video von euch sein. Kann allerdings auch wirklich ein Kanaltrailer sein. So Leute, wie ihr eure Schrift ändert. Ihr geht auf Kanaleinstellungen. Also wie ihr eure Überschrift ändert. Klickt dann auf Erweitert und drückt dann hier auf Ändern. Und dann könnt ihr hier euren Text eingeben, dann müsst ihr es dann
also da, also wie gesagt, falls ihr es nicht gesehen habt, da könnt ihr euren Text ändern. Dann müsst ihr dann auf Speichern klicken, das hier ist ein Speicherfeld. Und dann wird der Text gespeichert und ihr könnt ihn bewundern. Jo, beim Kanal. So, das war's, Leute. Ich wünsche euch noch viel Spaß.